Hey, Haukartoffeln, ich habe fast 40 Stunden in Dragon Age Velgard reingespielt und kann euch heute mein Fazit geben und euch sagen, ob sich der Kauf lohnt und was ich generell davon halte. Und normalerweise bin ich echt gut im Abschätzen davon, wie ein Spiel ankommen wird, aber hier bin ich hin und her gerissen. Ich glaube, Dragon Age Velgard wird der kontroverseste Titel diesen Jahres, wo die Meinungen extrem weit auseinandergehen. Einige, die es absolut lieben und andere, die es verabscheuen und gar nichts damit anfangen können. Und auch die Wertung online geht sehr weit auseinander. Von der Presseseite ist es überragend. Auf Metacritic hat das Spiel eine 84 bekommen und es hagelt permanent 10 von 10er Wertungen, gerade von den deutschen Journalisten. Aber bei den YouTubern und Creatern ist das Spiel deutlich schlechter angekommen und es gab öfter mal keine Empfehlung. Es gab auch einen kleinen Skandal im Vorfeld, dass angeblich keine Review-Keys an Kritiker gegeben wurden und damit alle positiven Meinungen durch Access Journalism eingeholt wurden. Das bedeutet, dass man frühzeitigen Zugang zu einem Spiel nur dann hergibt, wenn man auf der anderen Seite verspricht, positiv darüber zu berichten oder zumindest eine stillschweigende Übereinkunft gibt. Und Gaming-Magazine haben ja durchaus auch was davon, wenn sie diesen Status behalten und frühzeitig den Key bekommen, damit sie rechtzeitig ihr Review schreiben können und der Online-Artikel dann mehr geklickt wird als eine Woche nach Release, ist ja ganz klar. Also insofern haben beide Seiten was davon und dieser Access Journalism ist deswegen ziemlich in der Kritik und das auch zu Recht. Aber in dem Fall ist das, glaube ich, nicht passiert, denn ich habe ja auch einen Key bekommen und ich werde durchaus einiges Negatives in diesem Video anbringen und auch viele andere meiner YouTube-Kollegen haben das ebenfalls schon getan, wie ihr gesehen habt. Und auf der anderen Seite gab es sehr viele Mega-Fans, die zum Beispiel keinen Key bekommen haben. Und ich finde einige Aussagen und Bewertungen von Gaming Magazin auch etwas komisch, aber grundsätzlich ist das hier ein solides Spiel. Es ist kein Grottenspiel wie Gollum, wo ganz klar ist, ja okay, das ist halt einfach scheiße. Hier hängt viel von der Erwartungshaltung und vom eigenen Fantum von Dragon Age ab. Und damit ihr als Zuschauer abschätzen könnt, welche Meinung ihr jetzt mehr Gewicht einräumt, ob die von Gaming Magazin, die jetzt sehr positiv sind, oder vielleicht eher von anderen Leuten, ist es wichtig, sich mehrere Quellen anzugucken und vielleicht auch ein bisschen was an Kontext zu wissen. Und deswegen hier mal die volle Transparenz. Ich habe den Key vorab von EA bekommen und habe Interesse an Tipps und Guides-Videos davor schon bekundet, die auch noch kommen werden. Aber ich habe auch direkt gesagt, das Review möchte ich unbezahlt machen und ich will alles sagen können ohne Einschränkungen. Und das war für die nicht nur okay, sondern auch wünschenswert. Und ich habe sogar meine ganzen negativen Punkte, die ich hier noch in diesem Video anbringen werde, auch an EA geschickt. Und mein Ansprechpartner war sehr dankbar für das ehrliche, differenzierte Feedback. Und ich habe, um das mal vorwegzunehmen, Dragon Age eine 6,5 bis 7 von 10 gegeben. Einige Sachen, die ich gut fand, die mir Spaß gemacht haben und auch einige andere Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Und deswegen denke ich auch, dass die Meinung hier extrem stark auseinandergehen wird, was die Neuausrichtung mit dem Gameplay angeht, das sehr viel actionorientierter ist, dem neuen comic-mäßigen Grafikstil und dem Writing, das für einige Kontroversen sorgen wird. Und damit ihr das mal besser einschätzen könnt, was meine 6,5 bis 7 von 10 so wert ist, mal ein paar Worte zu meinem persönlichen Spielegeschmack, damit ihr eben auch diese Rangordnung ein bisschen einsortieren könnt für euch. Weil wenn ihr einen ähnlichen Spielegeschmack habt, dann wisst ihr, okay, dann könnt ihr auch vielleicht Dragon Age The Veilguard so ungefähr einstufen. Denn ansonsten finde ich es bei Reviews immer so schwierig, okay, ich bekomme am Schluss eine Wertung, aber ich weiß ja nichts über diesen Typen, der diese Wertung verteilt. Deswegen, Dragon Age Origins habe ich damals gezockt und geliebt. Ich bin generell Fan von Oldschool-RPGs, aber das hat damals auch den Zahn der Zeit absolut getroffen. Die anderen Teile habe ich allerdings nicht mehr gespielt und bin auch im ganzen Kosmos und Universum nicht so super krass drin. Aber die andere Trilogie von BioWare, nämlich die ersten drei Mass Effect-Teile, habe ich zu Gänze gezockt, geliebt und absolut verschlungen. Ich liebe die Charaktere, die Dialoge und die Welt, die sind so unfassbar immersiv. Ich habe mir sogar jeden einzelnen Codex-Beitrag durchgelesen, was ich danach bei keinem anderen Spiel jemals wieder gemacht habe, weil ich so in dieser Welt verschlungen war und weil ich mehr erfahren wollte, warum sich Rassen so verhalten, was sie so machen, was sie für eine Geschichte haben und Beziehungen untereinander. Das fand ich so interessant und deswegen weiß ich, was BioWare drauf haben kann. Aber das erreicht Dragon Age The Veilguard leider nur in Teilen. Also warum geht meine Wertung so weit auseinander mit der von der hiesigen Presse? Bin ich nur ein Hater oder sind alles andere gekaufte Reviews? Nein, Leute, weder noch. Die langweilige, aber tatsächliche Antwort ist, es gibt unterschiedliche Kriterien und Gewichtungen, denen man denen beimessen kann. Und außerdem ist das ja hier kein schlechtes Spiel. Es hat schon Spaß gemacht und den könnt ihr auch haben mit der richtigen Erwartungshaltung,
trotz der Kritik. Und die Erwartungshaltung ist halt wirklich der Schlüssel und ich hoffe, mit diesem Video kann ich sie euch schaffen, weil ich glaube, mit den Pressereviews ist das teilweise nicht so richtig gut gelungen. Also starten wir am Anfang mit den Sachen, die ihr auch direkt zum Start sehen werdet und das ist der Character Creator und der generelle Grafikstil. Grundsätzlich muss ich mal sagen, es ist ein ordentlicher Creator mit sehr vielen Optionen, Slidern und einem hohen Detailgrad. Ihr könnt die ganzen Gesichtszüge sehr genau nach euren Wünschen anpassen und habt auch bei den Frisuren und ähnliches große Auswahl. Ich muss auch mal sagen, die Haartexturen sehen echt gut aus, aber der Grafikstil an sich, der gefällt mir nicht so sehr. Alle Charaktere sehen so aus, als könnten sie aus einem Pixar-Disney-Film entstammen. So glatt und glänzend, ohne richtige markante Gesichtszüge. Selbst die Narben sehen so aus, als ob sie nur aufgemalt wären und das ergibt ja so ein bisschen einen Uncanny Valley Charakter. Es ist zwischen dem Fortnite-Stil und realistischen Charakteren, aber vor sehr detailliertem Hintergrund, was mich immer wieder aus dem Geschehen rausgerissen hat, weil sich dieser Stil durchs gesamte Spiel zieht. Es ist an sich nicht schlecht, das ist eine gute Grafik, gute Texturen, eine hohe Auflösung, generell ist die Performance richtig stark. Aber der Stil ist einfach Geschmackssache. Manchen wird er gefallen, manchen wird er gar nicht zusagen. Ich bin eher auf der Seite, wo der mich rausgezogen hat aus dem Spielgeschehen, wo ich mich nicht so drin fallen lassen konnte, weil ich einfach mit dem Stil einfach nicht so gut einhergegangen bin. Auch nach 40 Stunden hat er mich nicht von sich überzeugen können. Aber die Landschaften sehen teilweise sensationell schön aus. Ich habe mich immer wieder dabei ertappt, wie ich einfach nur in die Ferne geblickt habe, um die Hintergründe zu bestaunen. Die Beleuchtung, das in Szene setzen, das haben sie schon sehr gut hinbekommen. Aber auch hier gibt es immer wieder so typisch klischeehafte Fantasy-Elemente, wie diese völlig unrealistische, gigantisch große Schatzkiste, wo man dann aber nur so eine kleine Rolle rausholt. Also wirklich genau wie bei God of War, da hätte ich mir schon etwas mehr Liebe zum Detail und etwas eigeneres mehr gewünscht. Und generell sind die Animationen recht simpel gehalten. Auch hier kann man Waffen wechseln, aber nicht wie bei God of War mit einer schönen Waffenwegsteck- und wieder raushol-Animation, sondern halt einfach immer dieses Plop, Plop einfach so da. Das fand ich ein bisschen schade und auch bei den einfachen Schwerthieben und der dazugehörigen Zerstörung von Objekten, das macht man unfassbar auf dem Spiel und es sieht immer identisch aus. Es ist immer der gleiche Schwerthieb und immer die gleiche Zerstörung von den Kisten. Die sieht auch gleich aus, da bleibt auch nichts auf dem Boden liegen, es gibt keine Varianz. Es wirkt einfach ein bisschen, als ob man sich da was gespart hätte. Es hat schon leichten Mobile-Game-Charakter bei der Grafik und bei den Animationen. Aber wie gesagt, es ist halt ein gewisser Stil, es ist Geschmackssache. Das ist objektiv jetzt nicht unbedingt schlecht, aber mein Geschmack hat es nicht getroffen. Aber jetzt kommen wir zum meiner Ansicht nach wichtigsten Punkt, nämlich dem Kampf-Gameplay. Wenn das überzeugt, dann ist für mich sehr viel gerettet. Denn die Kämpfe nehmen immerhin ein knappes Drittel eurer gesamten Spielzeit ein und sind dementsprechend auch wichtig gewesen. Wie schon gesagt, ist die Steuerung ziemlich arcadisch. Das Moveset von God of War wurde übernommen, aber etwas vereinfacht. Von der Simplifizierung könnte man es vergleichen mit einem Hogwarts Legacy. Wenn euch das gefallen hat, dann wird euch wahrscheinlich Dragon Age Veilguard auch zusagen. Grundsätzlich habt ihr aber einige Möglichkeiten in der Varianz. Ihr könnt ausweichen, leichte Schläge, schwere Schläge verteilen, blocken, parieren. Ihr könnt selbst auch einige Fähigkeiten machen, habt dann auch noch Runen, die auch aktiv verwendet werden können. Und dann noch die Skills eurer Gefährten, die sich auch noch kombinieren lassen. Also auf dem Papier ziemlich viele Möglichkeiten. Also warum sage ich trotzdem, dass es so versimpelt wurde? Zum Beispiel, weil die Fähigkeiten immer treffen. Die Zeit wird angehalten und die Gegner können eure Fähigkeiten nicht unterbrechen, selbst wenn die gerade einen Move loslassen. Ihr habt auch große Zeitfenster, wenn ihr einem Gegner ausweichen oder den parieren wollt. Und es sind auch immer wirklich sehr identische Gegner, auch wenn die manchmal anders aussehen, aber es sind immer die gleichen Archetypen, die ähnlich funktionieren. Vom Anfang an des Spiels bis zum bitteren Ende. Es sind sehr simple Movesets von den Gegnern, die man leicht durchschauen kann. Und auch das ist erstmal nur eine Feststellung. Nichts Gutes oder Schlechtes, sondern einfach nur ein recht simples Kampfsystem. Das kann einigen Leuten zusagen, weil sie mit so überkomplexen Kampfsystemen nichts anfangen können. Und andere enttäuscht es vielleicht ein bisschen, weil es unter seinen Erwartungen bleibt. Und so geht es mir persönlich. Aber ich finde auch die ganzen Skills, die man zur Auswahl hat, eine schöne Ergänzung dafür. Aber auch hier muss man sagen, in der Theorie klingt das super cool, dass man diese ganzen Fähigkeiten hat von euch und euren Mitstreitern und man kann die auch noch kombinieren und hat auch noch Runen, die man aktivieren kann und die dann auch noch als Skills dienen. Also eigentlich eine richtig fette Bandbreite, aber in der Realität stellt es sich so raus, dass man eigentlich immer wieder die gleichen Moves und Fähigkeiten benutzt, vor
allem von den Gefährten, weil es ein einfaches Zünder-Auslöser-Prinzip hat. Also jeder von euren Gefährten hat erstmal nur 4 Skills zur Auswahl und die sind auch recht ähnlich zueinander. Und ihr könnt wirklich die gleichen Gefährten von Anfang bis zum Ende mitnehmen. Und das ist wirklich egal, welche Gegner ihr bekämpft, wo ihr gerade unterwegs seid. Ihr könnt mit den gleichen Fähigkeiten immer wieder das auslösen, dass ihr beim ersten Charakter diesen Auslöser macht, diese Fähigkeit, die den Gegner aktiv schaltet. Und mit der zweiten Fähigkeit sorgt ihr dafür, dass dieser Gegner dann in der großen Detonation explodiert und auch noch Flächenschaden macht. Und das macht so viel Schaden, dass ihr eigentlich auch immer wieder diese gleichen Moves benutzt. Ansonsten, ja, macht ihr einfach weniger Schaden, als ihr könntet. Also dementsprechend belohnt euch das Spiel auch dafür, dass ihr immer wieder stumpf die gleichen Eingaben macht. Es ist also wirklich gar keine Flexibilität von euch gefordert. Und ihr müsst auch nicht auf gegnerische Resistenzen Rücksicht nehmen, müsst nicht euren Bild verändern oder eure Gruppenkonstellation, um mit irgendwelchen speziellen Gegnern fertig zu werden. Es funktioniert wirklich immer wieder die gleiche Taktik und Strategie. Und die Gegner sind so leicht zu durchschauen, dass ihr selbst Gegner besiegen könnt, die 20 Level über euch sind, indem ihr einfach nur immer wieder das Timing raus habt. Und wie gesagt, das ist sehr, sehr großzügig, diesen gegnerischen Attacken auszuweichen. Und ja, dann bleibt halt ein recht simples Kampfsystem zurück, dass man sehr oft auf ähnliche Art und Weise wieder sieht, vor allem weil auch die Gegnervarianz so ein bisschen fehlt. Also auch da ist es so, wenn die Gegner manchmal anders aussehen, es sind trotzdem die gleichen Archetypen und am Anfang des Spiels, wenn ihr die Gegner bekämpfen, die habt ihr im Prinzip auch am Ende des Spiels. Da kommt nicht so wahnsinnig viel Neues hinzu und da bleibt es schon meiner Ansicht nach unter den Erwartungen zurück. Ihr habt zwar einen riesigen Skillbaum und da muss ich wirklich sagen, geil, dass man in jeder Zeit kostenlos umskillen kann und da sich ein bisschen ausprobieren kann in einer von 3 Klassen, die man am Anfang auswählt, Krieger, Schurke oder Magier, die sich auch jeweils ein bisschen anders spielen, aber grundsätzlich immer ähnlich funktionieren. Anstatt beim Krieger mit dem Schild zu blocken, könnt ihr dann halt beim Schurken und beim Magier im richtigen Timing ausweichen, aber an sich genommen, ihr baut eure Ressourcen auf, indem ihr normale Schläge landet. Und dann könnt ihr die eben zünden mit Fähigkeiten und verbrauchen und eure ganzen Gefährtenfähigkeiten kombinieren auf ähnliche Art und Weise. Und so funktioniert im Prinzip jeder Kampf. Aber trotzdem, immerhin ein großer Skillbaum. Aber auch hier sei gesagt, relativ viele dieser Skills sind passive Werte, die nur irgendwelche Schadenswerte um 10% erhöhen. Also dadurch wurde der auch ein bisschen, ich sag mal, künstlich vergrößert. So viele unterschiedliche Skills gibt es dann doch nicht, aber immerhin auch einige Kombos, die ihr freischalten könnt. Und das finde ich cool, dass man dadurch auch Kampfkombos freischaltet und nicht nur reine Fähigkeiten, von denen man ja nur 3 mitnehmen kann, plus einer ultimativen Fähigkeit. Und für mich waren in Summe diese ganzen Bausteine zusammengenommen dann doch genug, dass ich auch 40 Stunden noch motiviert am Ball geblieben bin und die Kämpfe dann auch immer wieder mitgenommen habe. Ja, ich hätte mir auch mehr Abwechslung gewünscht. Ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass man die anderen Charaktere steuern kann, um diese Abwechslung zu erleben. Denn die 3 Klassen, die steuern sich ja doch ziemlich verschieden, aber man kann die Klasse an sich nicht mehr wechseln. Das heißt, einmal Krieger, immer Krieger, auch wenn man da zwischen Schwert und Schild oder Zweihand-Axt wechseln kann. Es ist trotzdem so, dass das Moveset recht ähnlich bleibt und die Fähigkeiten, die man so hat. Also, ja, ich hätte mir mehr gewünscht, aber es hat trotzdem für mich funktioniert. Und was die Progression angeht, ist es so, dass ihr euren Charakter leveln könnt, indem ihr Kämpfe bestreitet und Quests abschließt und dementsprechend dann Skillpunkte verteilen könnt. Und bei euren Gefährten, die müsst ihr einfach nur auf Quests mitnehmen, dann steigert sich eure Verbundenheit und damit dann auch die weiteren Skillpunkte, die ihr habt. Da könnt ihr allerdings nur 3 von 4 Fertigkeiten auswählen, also da gibt es nicht ganz so viel Auswahl. Ist vielleicht ein bisschen schade, vielleicht ein bisschen zu reduziert, aber auch das funktioniert. Ihr werdet allerdings nicht wirklich angehalten sein, dass ihr die Charaktere wechselt, weil ihr irgendwelche speziellen Fähigkeiten braucht. Ihr werdet die wahrscheinlich eher wechseln, weil ihr die einzigartigen Dialoge mitbekommen wollt. Denn ja, wie bei Mass Effect ist es so, wenn ihr 2 Leute mitnehmt, dann unterhalten die sich auch und haben eben einzigartige Antworten. Je nachdem, weil die eine gemeinsame Vergangenheit hatten oder was auch immer. Das finde ich immer wieder cool. Und das hat mich schon eher motiviert, immer wieder andere Leute mitzunehmen, damit ich diese Dialoge mitbekomme. Aber damit sind wir eigentlich schon bei der 2. großen Säule des Spiels, nämlich dem Writing, der Charaktere und der Dialoge. Wie sind denn so die Gespräche, was ja durchaus bei den BioWare-Spielen eine der wichtigsten Facetten ist. Nun, ich würde sagen, grundsolide. Nicht schlecht, aber auch nicht überragend gut. Ich habe von BioWare auch schon Besseres gesehen, aber es funktioniert durchweg und die Story hat mich auch interessiert. Ist,
Ich würde sagen, ein bisschen Fantasy-Standard. Der große Bösewicht, den ihr am Anfang aufhaltet, der wird zwar tatsächlich weggesperrt, aber dafür entkommen zwei andere Elfengötter, die ja doppelt so viel Unheil über die Welt heimkehren lassen. Und die müsst ihr dann natürlich aufhalten. Und auch wenn eigentlich das Szenario super düster sein könnte, ist es eigentlich für meinen Geschmack viel zu positiv, wie die Charaktere die ganze Zeit miteinander reden. Es ist schon so ein bisschen, als ob ihr eine Kinderfußballmannschaft die ganze Zeit motivieren wollt und so Ansprachen haltet. Also wirklich so nach dem Motto, ey, wenn wir uns einfach nur anstrengen, schaffen wir alles. Oder, dass wenn Freundschaft und die Kameraderie siegt, dann können wir jede Gefahr bezwingen. Glaubt an euch! So nach dem Motto ist es so ein bisschen. Und das ist schon ein bisschen zu klischee für meine Ansicht. Vor allem, weil Dragon Age durchaus geiler sein kann. Ich liebe eigentlich den ersten Teil Origins mit seinen kernigen Sprüchen und den Dialogen und auch mal der Möglichkeit, Leute richtig zu beleidigen. Und das geht hier definitiv nicht. Ihr habt zwar manchmal die Option, aber euer Charakter sagt dann nicht das, was da steht. Und das finde ich richtig bitter. Hier zum Beispiel wollte ich den Typen als Idioten beleidigen und mein Charakter sagt dann aber nur, wer bist du? Ohne den Zusatz der Beleidigung, wo ich mir schon ein bisschen veralbert vorkam. Also warum dann überhaupt das dort anzeigen? Und generell sind die bösen Optionen hier im Spiel eigentlich auch nur positive Optionen, die etwas ernster gemeint sind. Also so wirklich böse oder negativ könnt ihr gar nicht sein. Und auch Streit im Team gibt es nicht wirklich und selbst wenn der mal vorkommt, ist der sehr oberflächlich und sofort zur Seite gelegt. Und ihr könnt auch es euch nicht wirklich mit anderen Gefährten verscherzen. Auch eure Auswahl bei den Dialogen macht nicht wirklich viel aus. Und auch die Romanzen sind sehr oberflächlich, immer wieder mit der gleichen Option des Herzens. Also ihr seht sofort, was hier die romantische Option ist. Ihr müsst nicht selber überlegen, okay, was davon sollte ich am besten sagen. Ihr seht euch einfach nur die Symbole an und könnt demnach entscheiden, okay, ich sage einfach immer hier die klischeehafte romantische Antwort. Und wenn ihr dann eine Romanze bis zum Ende durchgebracht habt, dann fallen diese Optionen für alle anderen Charaktere in Zukunft einfach nur weg. Aber wenn ihr in der Vergangenheit schon mit denen geflirtet habt, fragen die sich nicht, ey, was sollte das? Warum hast du dich jetzt für jemand anderen entschieden? Diese Dialoge gibt es nicht, obwohl es die beim Mass Effect in der Vergangenheit durchaus noch gab. Also ich verlange jetzt hier nichts Unmögliches. Das alles hat BioWare in den letzten Titeln schon gebracht, aber warum auch immer jetzt nicht nochmal bei Dragon Age. Und das finde ich ziemlich schade, weil diese romantischen Optionen dadurch ziemlich oberflächlich sind und auch bleiben. Und ja, also das ist einfach immer sehr, sehr Standard. Ihr habt auch nicht wirkliche Dialogwahl. Also oftmals unterscheidet sich das nur in kosmetischer Ansicht oder was euer Charakter sagt. Aber auf den Verlauf der Geschichte hat das nicht wirklich Auswirkungen. Außer dem Finale und den letzten 2-3 Stunden, die wirklich ziemlich geil sind, habt ihr eigentlich nur zwei Möglichkeiten, die wirklich einigermaßen Konsequenzen mit sich tragen. Von 40 Stunden Spielzeit. Also, das ist schon ziemlich wenig, muss man sagen. Und da hätte ich mir auf jeden Fall etwas mehr erhofft. Und das andere, was bei BioWare-Spielen eigentlich mal sehr geil ist, ist, dass man die Entscheidungen und den eigenen Charakter aus den alten Spielen mit in den neuen übertragen kann. Aber das geht hier leider kaum. Also Dragon Age 1 und 2, die fehlen völlig. Da könnt ihr auch gar keine Entscheidungen mit rübernehmen. Lediglich von Dragon Age Inquisition und da auch nur 3 Sachen. Einmal, mit wem ihr die romantische Beziehung eingegangen seid, dann auch, wie euer Charakter damals aussah bei Dragon Age Inquisition und dann noch 2 Entscheidungen von der letzten Erweiterung von Dragon Age Inquisition. Einmal, ob die Inquisition weiter bestehen bleibt und wie ihr mit Solas umgegangen seid. Aber auch das nur wirklich sehr oberflächliche Entscheidungen, die sich kaum und wenn dann auch wirklich nur in ein paar Dialogzeilen unterscheiden. Nicht wirklich was von Konsequenz, deswegen auch da ziemlich enttäuschend, muss man leider sagen. Wie gesagt, Erwartungshaltung ist Schlüssel. Jetzt wisst ihr, okay, es ist ein BioWare Light. Das ist eigentlich eine gute Art und Weise, das Spiel zu umschreiben. Alles ein bisschen reduziert, alles ein bisschen simpler gemacht, dafür ein bisschen casual, ein bisschen in Mainstream-Richtung, auch mit dem Grafikstil und sowas. Ja, muss man sich einfach damit arrangieren oder sagen, nö, dann habt ihr mich als Zielgruppe eben verloren. Und das ist auch eine völlig legitime Meinung. Jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt und das ist die Erkundung bzw. die Rätsel, die letzte große Säule des Spiels und dann haben wir auch eigentlich alles besprochen.
Das ist so, dass ihr ähnlich wie, und ich weiß, ich wiederhole mich, bei God of War, habt ihr mehrere Welten bzw. mehrere Landstriche, die ihr durch Spiegel bereisen könnt. Die sind auch nicht miteinander verbunden, also dadurch kommt auch das Gefühl, dass sie so ein bisschen voneinander losgelöst sind. Und ihr habt nicht wirklich das Gefühl dafür, wie die Welt an sich aufgebaut ist, wie das alles miteinander verbunden ist. Und es gibt sogar eine richtig schlimme Cutscene, die ich euch einfach mal zeigen muss, wo ich so losgeschickt werde im Boot, um ein Unterwassergefängnis zu besuchen. Ich denke mir erstmal, okay, geil, wie komme ich jetzt von hier, von so einer Art Venedigstadt dahin? Muss ja ein richtig geiler Übergang sein. Also man fährt mit diesem Boot los, aber dann kommt erstmal ein Schnitt und man ist mitten in der Walachei, hat keine Ahnung, wie man hergekommen ist, wo das genau ist oder wie lange man gebraucht hat. Dann macht ihn einen Zauber, es kommt so ein Wirbel, man wird mit dem Boot reingesaugt, bekommt eine schwarze Überblende und auf einmal steht man mittendrin im Unterwassergefängnis, kann unter Wasser offensichtlich atmen oder was auch immer. Ich habe keinen Kontext, ich weiß nicht, wo die Zauberin ist, wo das Boot ist, was der Plan ist, wie wir hier wieder rauskommen. Mir fehlt so viel Kontext, dass ich mir denke einfach nur, was? Und da habe ich wirklich das Gefühl, hier hat das Budget in letzter Instanz gefehlt, dass man diese ganzen Sachen eben noch ausformuliert und ausschmückt. Und das kann halt wirklich der Grund für den Grafikstil und so viel anderes sein, dass BioWare einfach nicht so viele Ressourcen hatte und das Menschenmöglichste damit anstellen musste und dass sie eigentlich viel mehr geplant hatten, aber das nicht umsetzen konnten. Und das kann es halt auch wirklich sein. Deswegen will ich das gar nicht so verteufeln oder verurteilen. Ich berichte einfach nur, das ist natürlich auch ein bisschen Enttäuschung, klar, die rüberkommt, aber trotzdem muss ich immer sagen, ich hatte ja trotzdem Spaß. Und das liegt nicht zuletzt eben auch an der Erkundung. Und da ist es so, dass sobald ihr eine Story in einem Gebiet abgeschlossen habt, könnt ihr da jederzeit wieder zurück, um weitere Nebenaufgaben zu machen oder einfach nur ein paar weitere Kämpfe zu bestreiten, Rätsel zu lösen und auch neue Ausrüstung zu sammeln. Bei manchmal auch alte Ausrüstung, denn wenn ihr Rüstungsteile neu findet, könnt ihr die kombinieren und erhaltet dadurch eine höhere Seltenheitsstufe. So könnt ihr also auch Anfangsequipment nahezu bis zum Endgame benutzen, weil die immer weitere passive Boni noch dazu bekommen und so eurer Bildvielfalt noch ein bisschen mehr Varianz dazugeben. Das fand ich eigentlich ganz geil und auch motivierend. Habe ich noch nicht so oft in Spielen gesehen und auch die Erkundungspassagen, also die Landstriche, wie gesagt, sehen wunderschön aus, sind halt keine Open World, sondern eine Verbindung aus mehreren kleineren Arealen, vielen Gängen dazwischen, also recht linear und ihr habt auch schon viel gesehen, wenn ihr da in der Story durchgelaufen seid, aber es kommen auch immer wieder neue Abschnitte hinzu. Wenn ihr in der Hauptstory weiter voranschreitet, öffnen sich diese weißen Tore nämlich, durch die ihr dann könnt und dann noch weitere Gebiete da erkunden könnt. Das ist ein bisschen unschön gelöst, finde ich, mit diesen weißen Toren. Da hätte man eine natürlichere Begrenzung auch einführen können. Weiß nicht, irgendwelche Steine und man muss erst eine Fähigkeit lernen, dass man die wegbekommt oder sowas. Also gibt es ja unzählige Spiele, die das schon ein bisschen, ich sag mal, organischer gelöst haben. Aber nichtsdestotrotz, es funktioniert, es macht Spaß. Die Rätsel sind manchmal super simpel, wo einfach nur ein Kristall 5 Meter weit weg ist. Den müsst ihr kurz holen und da reinpacken in so einen Sockel. Aber manchmal ist es auch ein bisschen komplizierter wie das, was ihr gerade im Hintergrund seht, mit den ganzen Strahlen. Und dann müsst ihr aber erstmal warten und den Strahl an die eine Stelle packen, damit ihr da außen rum geht, damit ihr dann den aktivierten Kristall benutzt von der Seite aus und dann was anderes aktiviert und so weiter und so fort. Eben schon ein bisschen komplexere Rätsel gibt es auch hier und da. Und ihr werdet eben meiner Ansicht nach ziemlich motivierend belohnt, weil es nicht nur irgendwelche kosmetischen Dinge gibt, sondern echte Ausrüstung, die euch eigentlich in so gut wie jeder Situation auch was bringt. Vor allem auch die alte Ausrüstung, die dann trotzdem noch besser wird. Insofern fand ich das Game denn doch insgesamt ziemlich gut. Also ich würde sagen, wie gesagt, 6,5 bis 7, was für mich einfach ein gutes Spiel ist. Überdurchschnittlich, aber eben auch nicht brillant und auch nicht so gut, wie jetzt die Presse sagt. Aber hey, das sind Meinungen, da geht immer ein bisschen was auseinander. Man kann es nicht hundertprozentig objektiv bewerten. Das ist immer ein bisschen subjektiv, ist ja ganz klar. Jedem gefallen andere Spiele und Spielelemente. Und deswegen hoffe ich, dass ich es einigermaßen verständlich für euch rübergebracht habe, meiner Ansicht, und ihr dementsprechend auch eine Kaufentscheidung jetzt formulieren könnt. Schreibt natürlich super gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich versuche wie immer auf alles einzugehen, sobald es die Zeit hergeht. Habt ihr Bock auf Veilguard? Habt ihr schon vorbestellt? Werdet ihr es euch vielleicht erst kaufen, wenn noch weitere Reviews draußen sind oder ihr vielleicht mal ein paar Streams gesehen habt oder das Spiel einfach generell ein bisschen günstiger ist? Ich bin auf jeden Fall sehr auf eure Meinung gespannt und versuche auf alles einzugehen, sobald es die Zeit hergeht. Verabschiede mich aber jetzt erstmal. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao.
Badududum, United Potatoes, badududum, United Potatoes, badududum.